Herzlich willkommen im Jahr 2024. Ich hoffe, alle sind gut reingekommen und gesund und haben einen schönen Tag mit Freunden und Familien verbracht am 31.12. Und willkommen zurück zu Greyhill Incident. Das wahrscheinlich für mich schlechteste Spiel 2023, was ich gespielt habe. Jetzt muss ich eben erstmal den Ton wieder. Man darf nicht höher gehen als 16-Bit, glaube ich. Dann kriegt man keine Ausgabe mehr in dem Spiel. Das muss ich eben erstmal feststellen. Okay, erstmal gucken, was ich machen muss. Zur Kirche. Die hatte ich ja schon mal irgendwo gesehen, ne? Ich weiß gar nicht. Die Aliens lümmeln hier wahrscheinlich noch irgendwo rum. Okay, da ist ein Kirchturm, das passt denn. Ganz kurz musste ich erst mal überlegen, weil ich ja ein paar Tage nicht gespielt habe, wie das nun geht, aber... Ach, siehst du, da ist hier der... Mach mal wieder zu. Der Prediger. And I looked, and behold, a stormy wind came out of the north, a great cloud with a fire enfolding itself, and a brightness round about it, and out of the mist thereof, as if it were glowing metal, out of the mist of the fire, and out of the mist thereof came the likeness of four living creatures. And this was their appearance. They had the likeness of a man, and everyone had four. Don't you hear that I'm preaching? Stop interrupting me! Did you see a police officer come through here? His name is Apone. And you think he can secure you from the angels of God? Father! Those aren't angels. This is an alien invasion. They abducted my son and I need to save him. Who knows what they're doing to him? Ryan, he is in God's hands. What do you think when I give that the angels take me? Your son is blessed. It begins. It begins now. Father! Schon so seine Momente. Die Szene war ganz cool mit dem Licht da, aber rettet halt nichts, ne? So, und jetzt? Ja, wo ist denn der Pwn? Ne, da war er nicht. Da geht's nicht rein. Ich sehe hier auch nirgends einen Schlüssel oder sowas. Ne, da ist halt ein Paket. Warte mal, wie war das mit der Taschenlampe? Ja. Okay, hier ist zu, also muss ja hier irgendwo... Vielleicht habe ich hier auch was übersehen.
mit Gewalt geht's auch nicht. Jetzt ein bisschen blöd vor. Vielleicht irgendwo einen Schlüssel. Vielleicht habe ich auch irgendwo was Kleines übersehen oder so, aber... Also wenn, dann wäre hier, glaube ich, schon irgendwas gewesen. Geht auch nicht auf. Man hat es zwar eben schon mal versucht, aber... Okay, die Reihen habe ich jetzt abgeklappert, da war nichts. Hier gibt es keine Möglichkeit, irgendwas zu drücken. So ein bisschen blöd vor. Kannst auch nichts machen. Da geht auch nichts. Mom. Jetzt geht's. Kann ich hier irgendwas öffnen? Nein, geht auch nicht. Ja, und nun? Da ist er jetzt da drinne. Hat zu früh aufgemacht. Also, ich komme mir so ein bisschen doof vor, ne? Weil es auch keine genauen Informationen gibt. Außer, geh zu Epon. Ja, wo? Wie? Was? Hier irgendwas machen? Kann ich das umkippen? Nichts fallen lassen, ne? Ich kloppe einfach mal jetzt überall drauf rum hier. Muss ja hier irgendwas sein, ne? Das ist die 1? Ach, da, ja. Ach, Mann, ey. Ne, war ja auch die einzige Tür, die aufgeht. Richtig, richtig schön blöd. Von mir. Ach, da ist er ja. Schon Platz am Friedhof geholt. Ryan, glad to finally meet you. Listen, these motherfuckers, they probed me. It hurts. I can't help you anymore. But
but here's the number the man sent me here. Take it. They took my son. Do you know how to get him back? Call the number. He'll know what to do. He'll help you find your son. Help you stop this invasion. He's done this before. Don't call anybody else. Not the police. Not the government. They won't help you. Not unless you want to end up in the psych ward if you survive all this. Only trust the man on this number. I never thought I'd die in a goddamn graveyard. Schon ein bisschen plump, die Story, ne? Achso, kommt da noch was? Oh, der ist tot, ne? Appone! Appone! Don't die, goddammit! Where the fuck am I gonna find a working phone? Dann hier noch Munition oder sowas? Nee, hat... Ach, hier ist einer von den... Zwiebelköpfen. Okay, ich kann mich gerade nicht bewegen. Muss das so sein? Finde ein funktionierendes Telefon, um die Nummer anzurufen. Er hat doch da eins, ne? Ach, guck mal, jetzt kann ich mich... Wo ich mich bück, wieder bewegen. Okay, hier ist Wasser. Kann ich da rüber? Nein. Aber vielleicht kann ich jetzt wieder auf der anderen Seite raus, ne? Schön Gas geben hier. Nö. Okay. Aber wenigstens hält dich das Spiel in deinem Kästchen und sagt dir, wo du dich bewegen kannst. Ne? Gut, meistens sind es ja diese Lämpchen hier, die dich dezent darauf hinweisen, dass du da irgendwas öffnen kannst. Warum macht das Lärm? Ich auch wieder damit rechnen, dass sie hier irgendwo rumlaufen. Okay, hier ist nichts. Na, vielleicht in dem Haus hier. Oh, ganz, ganz wichtig. Ja, laden mal bitte. Ja, sehr gut. Hier noch irgendwas? Was ist der Kühlschrank, der so brummt? The phones are down. Obviously. Guess I'll have to check the telecom pedestal down the street. Was muss ich machen? Finde den Telekom-Sockel. Ist das echt Telekom? Ja. Das ist so eine Lampe. Wow, diese Geräusche machen mich halt immer fertig, ne? Der Wichser ist hinter mir. Entschuldigung.
Kahlkopf. Scheiße, Munition wieder aufgebraucht. Aber der war auch hartnäckig, ne? Haben wir hier irgendwas? Was ist denn hier? Aliensonde? Nicht wissen, wo die drin gesteckt hat. Leider nichts mit Munition. Vielleicht bei ihm hier. Na, ein Schuss ist besser als kein Schuss. Munition? Ich dachte, wir sind hier in Amerika. Oh nee, da geht's nicht durch. Also die Spielmechanik, ich glaube, ich wiederhole mich schon sonst nicht mal. Ist echt dürftig, aber was halt gut funktioniert, ist einigermaßen durch Geräusche Atmosphäre zu generieren. Da ist ja noch einer. Ich hasse dieses Katz-und-Maus-Spiel, ne? Knüppel kannst du ja auch nicht umhauen, leider. Mal kurz warten, bis sich das hier beruhigt hat. Oh, ich glaube, jetzt wieder gut. Also ist noch einer hinter mir, einer ist vor mir. Das sehen halt auch alle ziemlich ähnlich aus, ne? Ich weiß immer gar nicht, ob ich hier schon war oder nicht. Oh, da ist der Bruder. Ich weiß auch nicht, wie schlau die KI hier ist, wenn man das so nennen kann. Zischt wieder ab. Scheiße. Oh, noch einmal hier rein. Hopp.
andere Seite. Ich weiß ja nicht, wie schnell der ist. Laufen! Ah, hier war ich schon. Bin ja von der Kirche gekommen. Ja, auch alles gleich aussehen muss, ne? Ich glaube, er ist völlig fertig jetzt. Wunder, dass ich hier in seine Kofferraumrichtung gehen muss. Achso, da war ich schon drinne. Da war ich auch schon drinne. Sollte die Haustüren auflassen. Wenn wir das besser merken. Da ist... Nee, ich dachte gerade, da wäre was. Warte mal, hier blinkt was. Das ist immer so ein Indikator. The circuit board is broken. Where the hell am I gonna find one of those? Krass, was die Leute alles können, ne? So ein Ding reparieren, ne? Schade. Ach, guck mal, da ist einer. Ich würde hier gerne umhauen, ne? Aber das Spiel lässt mich ja nicht. Hey, this actually might work. Okay, anscheinend bin ich wirklich unfähig. Dass ich das
übersehen habe beim ersten Mal. Oh, dann repariere ich mal das gute Stück hier. There. That should about do it. Now time to call this Mystery Man. Ich muss jetzt zurück zum Telefon. Oh Mann, ja. Ich weiß überhaupt nicht mehr, welches Gebäude das überhaupt war. Shouldn't go that way. Na okay, dann gehen wir mal hier rein. Einer lief ja noch irgendwo rum, ne? Das sieht nicht aus wie das Telefon. Häuschen. Das ist eins von den anderen. Vielleicht das hier. Nein. Vielleicht das. Das war jetzt eigentlich auch ziemlich dicht an der Kirche, ne? Das ist es nicht und ich höre hier schon wieder einen von denen. Freundlichen Besuchern. Schnell weg. Da kriegt es ja nicht mal ab, ne? Dann laufe ich hier weiter. Hätte es nicht wenigstens der Raum mit dem Telefon sein können? Na gut, dann würde ich sagen, den Anruf machen wir dann in der nächsten Folge. Dann wünsche ich einen wunderschönen Start ins Wochenende und sage auf Wiedersehen. Tschüss.